Vom Schönen in der Vergangenheit sollten wir so viel wie möglich sprechen. Vom Misslungenen in der Vergangenheit so wenig wie möglich. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal geht's darum, wie wir in Beziehungen besser miteinander kommunizieren. Zu Gast ist Paartherapeut Holger Kunze. Eigentlich gibt's in Beziehungen genug zu bereden. Was müssen wir noch fürs Wochenende einkaufen? Wie war es bei der Arbeit? Bist du noch zufrieden mit unserem Sex? Aber obwohl es an Themen ja nie mangelt, fällt's vielen Paaren trotzdem schwer, wirklich ins Gespräch zu kommen und gut miteinander zu kommunizieren. Die richtigen Techniken können dabei helfen. Noch wichtiger ist aber die richtige Haltung zueinander, sagt Holger. Und dass wir nicht nur lernen, offener miteinander zu sprechen, sondern uns auch wirklich zuzuhören. Wie reden wir also selten aneinander vorbei? Worüber sollten sich Paare unbedingt unterhalten? Und was gilt es in Gesprächen zu vermeiden? Das hört ihr in dieser Folge. Holger, es gibt auch nach der Arbeit irgendwie immer was zu tun, zu planen, zu putzen. Erstmal grundsätzlich, wie wichtig ist es denn, dass sich Paare dazwischen auch immer wieder gezielt Zeit fürs Reden schaffen? Das ist sehr wichtig. Man muss schon aus der grundsätzlichen Haltung heraus miteinander als Paar leben, dass man immer wieder Begegnungen schafft. Das müssen keine 30 Minuten sein. Da reichen auch 2 Minuten, 5 Minuten. Also diese alten Hinweise aus den 70er, 80er Jahren, dass man zweimal die Woche sich 45 Minuten trifft, ist absolut unzeitgemäß und das ist auch nicht notwendig. Insofern aber das klare Bewusstsein, immer wieder diese Orte zu haben, auch auf verabredet, nicht auf Zuruf, auch mal so oder mal so. Und die Sicherheit zu haben, wir haben diesen Ort, ist sehr, sehr wichtig für eine gelingende Paarbeziehung. Was kann denn helfen, dass das nicht immer untergeht neben all der Orga? Wie gesagt, ein klares Bewusstsein davon, dass das Beste ist, was wir unsere Partnerschaft tun können, dass wir diese Orte haben. Gleichzeitig ein inneres Verständnis davon, dass ich mich so wie ich bin, auch zeigen darf. Viele scheitern ja daran, weil sie glauben, dass sie nicht okay sind und sich deshalb nicht zeigen dürfen. Man braucht also eine innere Haltung. Ich bin okay, ich darf mich zeigen, mein Partner darf wissen, wer ich bin. Und umgekehrt natürlich auch der Blick auf den Partner. Er ist okay, er darf sich zeigen und er darf erzählen, was er sich wünscht und wer er ist. Und in dieser Haltung gelingt das sehr gut und dann reichen da ein paar Minuten oder Sicherheit. Immer freitags abends haben wir dieses Ritual oder Sonntag früh. Und dann gelingt da sehr viel. Was zeichnet für dich denn wertvolle Gespräche in einer Beziehung aus? Gibt es da irgendwas, auf das wir uns konzentrieren sollten, was wir vielleicht bewusst ausklammern sollten? Also ich schlage immer vor, wir haben einen festen Zeitraum. Es tut sehr, sehr gut, wenn wir wissen, wir begegnen uns jetzt zum Thema X oder Y auf eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde und das Ganze meandert und reißt nicht aus nach hinten, Open End. Das Zweite ist, wir haben auch eine klare Zuordnung, dass es einen Hörenden und einen Sprechenden gibt. Also, dass jemand sich verpflichtet, zuzuhören und jemand sich verpflichtet, Auskunft zu geben. Und das Dritte ist, wir bleiben sehr monothematisch bei einer Sache. Und das sind alles Themen, die klingen jetzt sehr einfach, die sind aber in der Umsetzung, gerade auch im paartherapeutischen Prozess, wenn ich dabei bin, für viele unendlich schwierig, weil wir springen von einem Thema zum anderen, wir verlassen Hörender und Sprechender und wir sind viel zu schnell. Wir glauben, dass wenn ein Satz ausgesprochen ist, alles schon besprochen ist und wenn ich dann immer wieder reingehe und sage, und was gibt es noch und was gibt es noch und das in Summe dann 5 oder 6 Minuten dauert, was ja gar nicht lange ist, sind viele schon an ihren Grenzen, weil sie es kaum aushalten, diese wenigen Minuten, die am Ende für eine Beziehung hochfunktional sind, weil es eben nicht zum Streit kommt, zu halten. Und diese Summe oder diese 3 Aspekte, das ist eine große, große Kunst, klingt sehr einfach, ist in der Umsetzung schwierig. Aber das wäre mein Hinweis, dass wir genau diese Dinge tun. Du hast gleich das Zuhören angesprochen. Was bedeutet es denn wirklich, gut zuzuhören? Ich arbeite immer mit dem Satz, ich lasse mir etwas zumuten. Ich unterbinde meine eigenen Gedanken. Ich stelle mich zur Verfügung. Ich unterstütze dich darin, dass du deine Gedanken entwickelst. Wenn das nur darin besteht, dass ich eben in der Affirmation bleibe und nicht beim Sprechen mit den Augen rolle, auf die Uhr schaue oder nicht schon wieder murmle. Ja? Also die Rolle des Hörenden ist enorm wichtig und es gibt keine Kultur des Hörens. Entsprechend haben wir keine guten Vorbilder. Und es gibt auch ganz wenige in der Kulturgeschichte, in der Philosophiegeschichte, wo das mal ausgeführt wird. Es gibt bei Pythagoras Hinweise, das habe ich in einer Habilschrift eines deutschen jungen Philosophen entdeckt. Ansonsten blank.
Und wenn man sich das mal zuführt und anliest und sieht, was da gefordert ist vom Hörenden, dann ist das sehr, sehr viel. Und sich damit vertraut zu machen, hilft, in dieser Rolle Bestand zu haben. Wenn wir dann dabei bemerken, dass eine Kommunikation viel friedlicher, viel kürzer läuft, viel zielführender und gleichzeitig Beziehung schafft, haben wir kein größeres Bedürfnis zukünftig, als genau dieser Hörende zu sein. Während, wenn wir uns nicht damit beschäftigen, unsere evolutionären Programme immer sagen, wir wollen sprechender sein, wir wollen unterbrechen, wir nutzen jede Atempause, wir grätschen da rein, wir wollen die Gedanken des anderen unterbinden und das führt immer zum Streit. Zuhören ist mehr als einfach nur den Mund zu halten, ne? Und wenn jetzt zum Beispiel meine Frau heute Abend mir irgendwas erzählt, irgendwas, was sie begeistert hat, wie könnte ich ihr gut zuhören? Was macht mich dann in dem Moment zu einem guten Zuhörenden? Hast du ein konkretes Beispiel? Wie könnte ich auf diese Situation einwirken, dass sie wirklich ich was über sie erfahre und sie mir nicht einfach nur eine Geschichte erzählt und ich abwarte? Indem ich schon mal immer in einer Affirmation da bin. Sprich, ich sage ja, okay, ja, ich habe Zeit. Von der Haltung, ich höre dir zu. Von der Haltung, neugierig bin. Sage, erzähl mir davon. Was hast du dabei erlebt? Nicht meine Gedanken einbringe, sondern ich nenne das immer inhaltsfreies Rückfragen. Das heißt, ich frage nicht, wäre ein Brunch am Sonntag eine gute Idee, sondern ich sage, was wäre am Sonntag gut? Oder wie hast du dich dabei gefühlt? Ich gebe keine eigenen Inhalte vor. Ich sage nicht, warst du dabei traurig, sondern ich frage, welches Gefühl hattest du dabei? Dadurch entsteht beim anderen das Gefühl, gesehen und gehört zu werden. Dadurch entsteht beim anderen auch das Gefühl von Raum und Anerkennung. Und das ist wiederum zentral für gelingende Kommunikation. Hast du eine Idee, wie Paare das aktiv üben können? Also, weil so wie du das beschreibst, ich glaube, das geht nicht von heute auf morgen, oder? Ganz einfache Sache ist, wir werfen zwei Zettel in den Hut oder in eine kleine Schüssel. Auf einem steht Hörender, auf einem steht Sprechender. Und wir ziehen das raus und dann ist damit die Rolle festgelegt. Und wir üben das. Und legt den Fokus darauf, dass einer wirklich zuhören muss. Absolut, genau. Ja, dass wir eine klare Rollenverteilung haben. Weil normalerweise in unserer Kultur gehen wir immer von einem dialogischen Prinzip aus und das ist immer ein gesprochenes Wort. Und von dieser Idee muss man sich freimachen. Also eine gute Kommunikation kann auch einseitig sein. Ja, Kommunikation ist in der Begrifflichkeit etwas, was verbindet. Das ist das, was Kommunikation bedeutet, nicht was Dialogisches. Ja, Kommunikare ist Verbindung schaffen. Und entsprechend geschieht das auch durch Hören und nicht nur durch Sprechen und nicht nur durch den Austausch von Ideen. Es braucht eine Person, die zuhören kann. Es braucht aber auch eine Person, die sich öffnen kann, die etwas preisgeben mag. Ich glaube, das fällt vielen Paaren auch nach Jahren noch schwer, zumindest in bestimmten Bereichen ihrer Beziehung. Was kann helfen, überhaupt ins Gespräch zu kommen, wenn es in der Beziehung bisher nicht so leicht fällt? Zwei Dinge, was ich zum Einstieg gesagt hatte. Eine klare innere Haltung, dass man für sich selbst immer wieder, und wenn man das beim Zähneputzen jeden Tag sich wiederholt, ich sage, ich bin okay, ich darf so sein. Ich darf Wünsche und Bedürfnisse haben. Und die zweite, dass ich auch in der Verpflichtung zu meiner Beziehung sage, mein Partner hat es verdient zu wissen, wer ich bin. Mein Partner muss es wissen, nur weil dadurch gute Verbindung, gutes Miteinander, ein klares Ja oder Nein oder auch die Auskunft, so sehr ich dich liebe, ich schaffe das nicht, möglich ist. Und in diesen beiden Haltungen, A, ich bin okay, ich darf so sein, plus B, Wesen unserer Beziehung ist, dass wir einander kennenlernen, wird der Grundstein gelegt. Was würdest du sagen, sind Themen, die wir in Beziehungen möglichst früh ansprechen sollten, besprechen sollten, wo wir Dinge von uns preisgeben müssen vielleicht sogar, weil sonst einfach keine echte Verbindung entstehen kann? Also John Gottman, der ja sehr viel über Kommunikation zwischen Paaren geforscht hat in den letzten 40 Jahren, hat ja diese berühmten 8 Themen da aufgesetzt. Ich bin mir nicht so sicher, ob es das wirklich ist. Entsprechend habe ich kein festes Set von Inhalten. Ich glaube, das müssen Paare miteinander klar machen. Es braucht natürlich aber natürlich dafür ein klares Verständnis, in welcher Vielfältigkeit Beziehung stattfindet. Ja, wenn ich für mich ein Bewusstsein habe, dass Beziehung primär gemeinsame Freizeitinteressen, ein bisschen Kommunikation ist und nochmal Körperlichkeit, dann verpasse ich 12, 13, 14 andere Aspekte von Beziehung. Ich muss wissen, dass Beziehung natürlich auch darin besteht, dass wir unsere Lebensprojekte einander erzählen, dass wir in Gegenwart und auch in Zukunft schauen,
Was wünsche ich mir? Welche Manifestationen habe ich? Wo stehe ich gerade bezüglich meiner Arbeit, meiner Freundschaft? Was will ich davon leben? Und entsprechend muss da jedes Paar für sich seinen Weg finden. Am Ende darf man auch keine Angst vor Differenz haben. In einer anderen Form müssen wir auch Kommunikation oder gelingende oder gelungene Kommunikation dahingehend denken, dass wir sicher gehen zu wissen, dass der andere weiß, was ich mir wünsche, wer ich bin. Also das als Definition für gelungene Kommunikation. Klingt einfach oder auch einleuchtend. Für die meisten besteht aber gelungene Kommunikation darin, dass der andere tut, was ich mir wünsche. Und das ist eine große, große Unterscheidung. Und wenn ich für mich die Freiheit habe, dass die Qualität unserer Beziehung darin besteht, dass wir einander Kenntnis geben und dann jenseits dieser Kenntnis eventuell dann schauen, in welche Verwirklichung das geht, ist meine Lust an der Kommunikation sehr viel größer, weil ich ja dann einfach immer nur sage, ich kann sicher gehen, dass der andere weiß, was ich mir wünsche. In seiner Freiheit liegt wiederum zu schauen, ob er das erfüllt. Das hat aber mit einer gelungenen Kommunikation erstmal nichts zu tun. Das sind ganz andere Themen. Zu wissen, was sich der andere wünscht, den anderen wirklich zu kennen, ist vor allen Dingen dann eine Aufgabe, ja, wenn man auch länger zusammenbleibt, weil das verändert sich ja im Laufe des Lebens. Also ich habe meine Frau auch kennengelernt, haben wir beide studiert, waren glaube ich im zweiten, dritten Semester. Jetzt arbeiten wir beide seit Jahren. Wie bleiben wir da auch in Kontakt? Also zum einen hilft vielleicht auch schon mal eine Unterscheidung, dass wir sagen, es gibt sogenannte Außenkommunikation, es gibt Binnenkommunikation. Eine Außenkommunikation sind Kommunikationen über das Wetter, über Freundschaften, über Politik, Zeitgeschichte, Kultur, Kinoeindrücke, also alles, was im Außen liegt. Eine Binnenkommunikation ist die Kommunikation darüber, wie es uns geht, wo wir stehen, unsere Ängste, unsere Sorgen. Und allein schon mit der Einführung dieser Begriffe kann man eine Unterscheidung einführen, weil viele sagen, oh, wir kommunizieren die ganze Zeit nur in äußeren Themen. Wir beschäftigen unseren Geist, unseren Verstand mit Themen, die im Außen liegen und wir begegnen uns dabei gar nicht. Und deshalb sind Binnenkommunikationen grundsätzlich die eigentlich wichtigen Beziehungskommunikationen. Dabei sprechen wir über unsere Werte. Wir sprechen über die Art und Weise, wie wir uns als Paar aktuell oder zukünftig organisieren wollen. Wir sprechen über unsere Ängste. Wir sprechen über unsere Nähe- und Distanzthemen. Wir reden darüber, dass wir dankbar dafür sind, dass wir den anderen gefunden haben, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen. Und das ritualisiert und in der Klarheit, dass es all diese Ebenen gibt, sorgt dafür, dass wir in einer ganz anderen Weise miteinander über die Woche, über den Tag, über den Monat, das Jahr verbunden sind. Nochmal, immer wieder die Rückmeldung, keine Angst davor zu haben, dass das überbordend nicht in den Tag, in die Woche, ins Jahr passt. Es geht nicht um lange Kommunikation endloser Form. Es geht auch zum Beispiel darum, was wir einfach über den Tag in einem Satz sagen. Eine Metakommunikation ist, dass ich aus der Adlerperspektive von oben bewerte, dass ich mich darüber freue, dass wir heute vor 5 Jahren dies oder jenes gemacht haben. Also, dass ich quasi nicht im Hier und Jetzt bin, sondern auf einer Metaebene gleichzeitig auch das Gestern und Morgen sehe. Eine Metakommunikation ist, dass ich sage, schau mal, heute in 4 Wochen sind wir schon auf Rhodos. Weißt du noch, vor 3 Jahren, etc. Sowas einfach in den Tag einfließen lassen. 1-2 Sätze und nicht immer nur, was steht gerade an, sorgt für eine Veränderung, weil wir darin Wertschätzung dieser Gesamtheitsdauer unserer Beziehung sehen. Also gemeinsam zurückblicken, gemeinsam nach vorne gucken, gemeinsam auch einfach, ja, wie du es auch gesagt hast, wertschätzen, dass man sich gefunden hat, füreinander entschieden hat. Auch solche Dinge, es muss ja gar nicht immer nur ein Kennenlernen sein, sondern einfach gemeinsam auf das gemeinsame Leben blicken sozusagen. Auch das hat einen wichtigen Wert in der Kommunikation über die Beziehung. Dieses Gefühl von Dankbarkeit, von Freude darüber ist extrem hilfreich. Ja. Andererseits ist es ja tatsächlich auch so, wir müssen, wenn wir zusammenleben zum Beispiel, über gemeinsame Ausgaben reden, Terminkalender oft koordinieren, den Haushalt oder das Familienleben organisieren. Daran kommen wir nicht vorbei. Die meisten wollen wahrscheinlich auch noch über Sexualität, Leidenschaft, solche Themen reden. Wie schaffen wir das, dass es uns gelingt, sowohl über Organisatorisches sprechen zu können, aber eben auch über Dinge, die uns eher als Liebespaar ausmachen? Wie gerät da so eine Ebene der Beziehung nicht ins Hintertreffen? Im therapeutischen Kontext oder wenn man Bücher zur Paarbeziehung liest, fallen einem eventuell Ebenen auf, die man nicht aktiv auf dem Schirm hat. Jedes Paar sollte für sich miteinander über einen Zeitraum der gesamten Beziehung immer wieder schauen, ob sie für sich alles im Blick haben und dann das immer wieder integrieren.
Natürlich hat Paarbeziehung in der mittel- und langfristigen Beziehung extrem viel mit Organisationen und Absprache zu tun. Sich das immer klar machen. Gleichzeitig hat Paarbeziehung am Anbeginn in der Verliebtheit, aber dann auch auf Dauer, sonst macht es keinen Sinn, sehr viel mit affektiver Freude zu tun. Also Spiel, Spaß, Vergnügen, Sexualität, Körperlichkeit. Und die dritte Ebene, die wichtig ist, ist füreinander Dasein in Krisensituationen, dass wir quasi nicht in der Abwägung von wie viel Zeit schenkt er mir, ich gebe ihm dafür genau die gleiche Zeit, sondern als Schenkender, Gebender aus der Weisheit des Herzens heraus füreinander da sind und unsere Dinge hintanstellen. Und in diesen Zuordnungen kommt man schon sehr, sehr weit. Was rätst du den Paaren, die einfach nur noch über Organisatorisches sprechen? Dass sie unbedingt über andere Dinge sprechen sollten. Ach, doch so einfach. Ja. Und Einladung aussprechen, das zu üben. Das kann man dann natürlich im therapeutischen Setting machen, aber es gibt ja auch sehr viele Bücher. Es gibt Kartenspiele für Paare, die genau dahin führen. Also einfach so diese Fragekarten. Einfach, wenn man sich selber schwer tut, tatsächlich zu solchen Fragekarten greifen. Die gibt's auch zu verschiedenen Themen, die einem vielleicht erstmal leichter fallen. Ne? Die gibt's wirklich zu Sexualität, Familie, Freundschaft, alles Mögliche. Das ist alles sehr, sehr hilfreich. Nicht davon ausgehen, dass wir intrinsisch doch die gleichen Themen hätten, dass wir intrinsisch doch die gleiche Motivation hätten. Es ist der Klassiker in Paarbeziehungen, dass es eben diese Differenz gibt, dass der eine sagt, ich habe keine Ahnung und der andere sagt, es kann doch nicht sein. In mir sprudelt es anhaltend von solchen Themen. Wie kann denn das keine Ahnung bei dir heißen? Ja? Und da helfen solche Unterstützungen. Ganz viele Praxisbeispiele. In langjährigen Beziehungen passiert es aber schon auch immer wieder, dass Paare im Grunde komplett aufhören, sich auszutauschen, sich ziemlich stark voneinander distanzieren. Vielleicht einfach nur, weil die Kraft fehlt, vielleicht weil Verletzungen da sind. Wie schwer ist es, wieder ins Gespräch zu kommen, wenn es erstmal so weit gekommen ist? Es ist einerseits wahnsinnig schwer, weil es so eine erlebte Hoffnungslosigkeit oder erlernte Hoffnungslosigkeit gibt, dass wir das Gefühl haben, es nützt doch nichts und dann ziehen wir uns zurück. Auf der anderen Seite ist es wahnsinnig leicht, weil es nur die Entscheidung braucht, dass wir mit all den Zuordnungen, die wir jetzt in diesen Minuten miteinander gefunden haben, das Gespräch eröffnen und uns dadurch aber von sehr vielen vielleicht falschen Hoffnungen oder falschen Setzungen, die quasi dann das Gespräch verhindern, verabschieden und in dieser inneren Freiheit, dass wir uns zeigen dürfen und dass das ein eigener Wert ist, begegnen. Also da braucht es einfach den Entscheid und dann darf es auch nicht darum gehen, dass ich erst den ersten Schritt gehe, wenn mein Partner den ersten Schritt geht. Weil das vertieft immer das Problem. Ja? Paarkommunikation ist ja nicht nur Reden. Wir können auf unterschiedliche Art und Weise Informationen austauschen. Neben der verbalen Ebene gibt es eine körperliche Ebene. Wir können auch über Handlungen kommunizieren. Inwiefern ist sowas hilfreich, wenn eine Beziehung quasi sprachlos geworden ist? Vielleicht auf anderem Weg erstmal wieder versuchen, eine Nähe aufzubauen? Oder werden diese Zeichen dann eh gar nicht mehr gesehen? Es kommt auf eine Beziehung an. Es geht bei dieser Unterscheidung immer darum, dass Paare, wenn sie zum Beispiel sich darüber beschweren, dass es keine Verbalkommunikation gibt, dabei erkennen, dass es doch auf anderen Ebenen sehr viel Kommunikation gibt. Und dass vielleicht für dieses Paar oder für nur einen Partner die Verbalkommunikation nicht das zentrale Tool ist oder er da gewisse Schwierigkeiten hat. Das heißt aber nicht, dass dieses Paar nicht gut kommuniziert, also das Paar, das anhaltend im Außen gemeinsam in Handlung ist, das Paar, das in der körperlichen Zärtlichkeit miteinander interagiert, aber eventuell nicht in der Sprache den besten Ort hat, muss kein dysfunktionales Paar sein. Es wird nur ein dysfunktionales Paar, wenn einer von beiden das als unabdingbar formuliert. Oftmals kann man diesen Menschen aber mit dem Hinweis auf diese anderen Ebenen auch eine Entlastung geben, zu begreifen, doch, da gibt es sehr viele Interaktionen, sehr viel Kommunikation, die aber nicht verbal läuft. Und insofern ist diese Unterscheidung sehr, sehr wichtig und hilfreich. Also es geht nicht darum, immer alle Ebenen, alle Dimensionen, alle drei zu bedienen, sondern einfach zu wissen, wir haben eigentlich drei Chancen, miteinander zu kommunizieren. Absolut. Also natürlich, in unseren Ursprungsskripten steht jetzt nicht drin, lieber Gott, liebes Universum, schickt mir jemand, der nicht mit mir spricht. Aber wenn dem so ist oder im Sinne von der verbal nicht extrem auskunftsfreudig ist, wenn dem so ist und sie trotzdem auf anderen Ebenen gut kommunizieren, dann kann auch diese Beziehung Bestand haben. Und es ist immer das gleiche Prinzip. Die Idealform ist, dass wir uns auf den unterschiedlichsten Bedürfnissen
gleichen und ähneln. Und ich wünsche und hoffe für viele Paare, dass das auch die Initialzündung der Beziehung war. Trotzdem gibt es dann in der Feindiagnostik immer wieder Differenzen, unterschiedliche Bedürfnisse. Und wir dürfen nicht in der Wahrnehmung einer Differenz sofort diese Differenz überwinden wollen, sondern wir müssen einfach uns einmal begegnen und sagen, da haben wir andere Bedürfnisse. Da gucken wir anders drauf und das bedroht uns nicht, sondern das Wichtige ist, dass wir das voneinander sehen und dann aus diesem voneinander sehen ableiten, ob wir Lust haben, für den anderen dies oder jenes zu machen, ohne dass wir das verrechnen, ohne dass wir sagen, aber wenn ich das mache, musst du das machen, sondern dass wir quasi als Schenkende und Gebende sagen, ich komme auch damit klar, dass ich mit meinem Partner nicht jeden Tag anhaltend verbal spreche. Dafür haben wir andere Ausdrucksformen und die sind in Ordnung. Und ich sehe auch, dass mein Partner, wenn ich das Bedürfnis habe, darauf eingeht und diesen Weg mit mir geht. Bedürfnisse gehen ja nicht nur in der Kommunikation auseinander, sondern generell bei Themen der Beziehung, bei Werten. Wie kommunizieren wir das denn am besten, wenn wir vielleicht einfach da nicht auf einen Nenner kommen, wenn wir vielleicht auch nicht bereit sind, irgendeinen Wunsch zu erfüllen, ohne dass daraus ein Problem werden muss? Indem wir eine Denkfigur nutzen, die primär davon ausgeht, dass wir dem anderen erlauben, der zu sein, der ist. Auch das klingt harmlos, weil meistens sind wir in Beziehungen verstrickt und erlauben dem anderen nicht so zu sein, wie er ist, weil wir anhaltend Veränderungen wünschen. Ich wollte gerade sagen, es fällt wahnsinnig schwer oft, oder? Genau. Und aber unsere eigenen Freiheitsräume definieren, dass wir im Erlauben, dass der andere so sein darf, wie er ist, für uns noch entscheiden können, ob wir zur Verfügung stehen wollen oder nicht. Das ist in unserer Macht. Und meist ist genau umgekehrt. Wir erlauben dem anderen nicht so zu sein, wie er ist und verstricken uns in dem unabdingbaren Wunsch, dass er sich verändert. Und wenn wir das umkehren, kann eine Begegnung stattfinden und dann ist das Ergebnis einer solchen Kommunikation, wo wir es auch im Austausch die Inhalte austauschen, dass wir sicherstellen, dass der andere weiß, was wir uns wünschen und wir eventuell traurig sind oder auch an unsere Grenzen kommen, wenn wir sehen, dass der andere diese Wünsche nicht erfüllt. Und das formulieren wir genauso. In der Argumentation bleiben, ihre eigenen Bedürfnisse zu verteidigen, normativ zu setzen, als einzigen Weg darzulegen, versus in dem Moment, wo ich quasi mein Ich-Bedürfnis formuliert habe, wir uns also in der Wahrhaftigkeit begegnet sind, muss ich mich in einem zweiten Schritt fragen, welche Antwort gebe ich als Liebender? Das ist eine ganz andere Antwort. Und nicht in der Antwort verharren, was wünsche ich mir? Welche Antwort gebe ich im Wissen darum, dass mein Partner sich etwas anderes wünscht? Kann ich als Liebender, der sich auch diesen Menschen verbunden fühlt, zu einer anderen Antwort kommen, als wenn ich dabei bleibe, immer nur rückzumelden, worauf ich Lust habe oder nicht? Und das machen die meisten und dann kommt es immer zum Streit. Je länger wir reden, desto mehr habe ich das Gefühl, wir müssen uns vor allen Dingen füreinander interessieren. Absolut, wir müssen uns als Neugierige begegnen. Und wir müssen wirklich mit der Person zusammen sein wollen, die die andere Person ist und nicht, wie wir sie haben wollen. Ich glaube, auf diese beiden Punkte kommen wir immer wieder. Ist das dann vielleicht in vielen Beziehungen der eigentliche Knackpunkt? Es geht weniger darum, wie gesprochen wird, sondern dass das gar nicht so gegeben ist, dass sich Paare wirklich füreinander interessieren? Das kann natürlich sein. Aus dem Blick des Therapeuten kann ich aber auch zur Beruhigung sagen, es gibt auch sehr, sehr viele Paare, die sich füreinander interessieren. Also es ist nicht der Normalfall, dass wir uns nicht füreinander interessieren. Aber wenn sich eine Partnerschaft bindet, wo einer sich nicht für den anderen interessiert, dann ist das keine gute Voraussetzung für eine gemeinsame Beziehung. Wenn also jemand ganz klar sagt, ich habe hier mein Skript und ich habe 499 Puzzleteile und du kannst, wenn du Bock hast, das 500. Puzzleteil machen, aber da gibt's eindeutige Pflichtenhefte. Und wenn du so agierst, welcome to my world, dann haut das nicht hin. Ich sage immer, eine Beziehung ist keine Wachstumschance. Eine Beziehung ist eine Wachstumsverpflichtung. Drunter geht es nicht. Wir wollen andere werden in der Beziehung. Wir wollen aus diesem Ich und diesem Du ein Wir kreieren und dabei etwas hinter uns lassen. Das ist das, was sein muss, weil kleiner geht's nicht. Wenn ich einfach in der Beziehung der gleiche bleiben will, der ich vorher war. Was ich eben oft höre und was ganz falsch ist, ist, dass der Wunsch da ist, dass wir uns voraussetzungslos und bedingungslos treffen. Und das ist genau der falsche Weg. Wir müssen genau das Umgekehrte machen. Wir müssen uns voraussetzungsvoll und bedingungsvoll begegnen. Im Wissen um die Wünsche des anderen. Hast du ein konkretes Beispiel dafür, das es ein bisschen bildlicher macht? Wenn ich weiß, dass mein Partner den Wunsch hat, dass wir
leise miteinander kommunizieren, dass wir ruhig miteinander kommunizieren, dann hole ich das in mein Wissen mit rein. Wenn ich weiß, dass mein Partner es sich wünscht, dass wir abends miteinander nach der Arbeit sprechen und den Tag reflektieren, dann ist das in meinem Aktivwissen einer Beziehung. Dann kann ich nicht jedes Mal, wenn dieser Wunsch geäußert wird und nicht erfüllt wird, sagen, was soll denn das schon wieder? Auch so ein Klassiker, der eine Umkehrung bedarf. Viele sagen oft, ich begegne dir so, wie ich mir wünsche, dass du mir begegnest. Und das ist der falsche Satz. Der Satz auf einer Beziehungsebene ist, ich begegne dir so, wie du dir wünschst, wie ich dir begegne. Das ist die Unterscheidung. Bedeutet ja auch wieder, dass wir den Blick weg von uns richten, auf unsere Partnerin, auf unseren Partner. So, und das ist eben auch nochmal inkludiert in diesen Worten von einer Begegnung, die voraussetzungsvoll und bedingungsvoll ist, weil wir über die Dauer unserer Beziehung Kenntnisse voneinander haben und nicht gegen die ankämpfen und die akzeptieren. Dadurch lernen wir aber den anderen kennen. Und das ist wichtig. Wenn wir immer am Wochenende so tun, als wüssten wir nicht, dass der andere gerne ein ruhiges Wochenende hat, haben wir immer Krach. Also Paarkommunikation ist eine Haltungsfrage, ist Interesse. Es gibt aber auch schon so ein paar Techniken und du hast vorhin schon John Gottman erwähnt. Der spricht ja auch, wenn es um schlechte Paarkommunikation geht, von den 4 apokalyptischen Reitern der Paarkommunikation. Und das sind Kritik, Verachtung, Rechtfertigung und Mauern bzw. Rückzug. Welche Folgen hat das denn für eine Beziehung, wenn Paare so miteinander sprechen? Ist die dann zum Scheitern verurteilt? Es sorgt zumindest dafür, dass enorm viel Gift, Frust, Enttäuschung in dieser Paarbeziehung anhaltend gefangen ist. Und das ist niemals schön. In den meisten Fällen scheitern dann Beziehungen genau an solchen Sachen. Und der erste dieser Rechtfertigung und Erklärung ist für meine Begriffe immer der schwierigste. Die anderen begreifen die Menschen sehr oft. Aber sich zu erklären, sich zu rechtfertigen, ist auch, Selbst wenn wir wissen, dass es dysfunktional ist, für die meisten in der Reflexion uneinsehbar, dass wir darauf verzichten sollten. Und das macht es so schwierig. Weil man ja auch denkt, es sorgt für mehr Verständnis, man will sich ja erklären. Ne? genau. Ne? Das ist so wie eine Kommunikation, die immer sofort auf Lösungen geht. Es auch sorgt immer für Streit und nie für eine gute Harmonie, weil man immer glaubt, Lösung sei doch eine tolle Sache. Aber zuhören, Raum geben ist eine tolle Sache. Lösung kommt als zweites, drittes oder viertes oder manchmal auch überhaupt nicht. Und trotzdem kann die Kommunikation gut sein. Und warum ist Rechtfertigung so problematisch? Weil es eigentlich darum geht, dass wir gesehen werden wollen, wer geschätzt werden wollen und Rechtfertigung das zerstört? Oder was ist das Problematische daran? Naja, es kommt immer darauf an, wer jetzt für sich definiert, ob er der Sprechende oder der Hörende ist. Der Hörende empfängt dann, wenn der Sprechende sich rechtfertigt, immer die Rückmeldung, ich bin nicht okay, du darfst so nicht sein. Und das ist das Schwierige. Ich habe nichts dagegen, wenn sich zwei begegnen und es erklären, dann lernen wir uns in unserer Wahrhaftigkeit kennen. Aber dann darüber ein Disput zu eröffnen, wer, warum, wieso, weshalb angefangen hat und es damit rechtfertigt, weil der andere den ersten Schritt getan hätte, das sorgt für das Gift. Und darauf müssen wir verzichten. Du hast gesagt, die anderen drei werden meistens verstanden. Ich finde auch Verachtung und Mauern ziemlich selbsterklärend. Bei Kritik, denke ich, ist so eine Beschwerde nicht manchmal auch wichtig, um so eigene Grenzen aufzuzeigen? Lernt man sich darüber nicht durchaus auch gut kennen? In der Theorie richtig, aber die Evolution hat uns da so die Falle gestellt, weil wir auf Kritik immer mit Verteidigung reagieren. Das heißt, auch Gottman geht es ja nicht darum, dass wir inhaltlich nicht miteinander sprechen, aber in einer lösungsfokussierten Arbeit wandeln wir halt jede Kritik in Wunsch und Bedürfnis. Und das macht einen Unterschied. Wenn ich über das vergangene Wochenende enttäuscht war, dann ist es 1000-mal klüger, wenn ich Wünsche für das kommende Wochenende definiere und bespreche, als über das misslungene Vergangene zu sprechen. Das ist eben auch aus der gewaltfreien Kommunikation dieser Wandel von Kritik in Wunsch und Bedürfnis. Also nichts von dem, was wir hier besprechen, haut intuitiv hin. Wir müssen das kontraintuitiv im Wissen darum einsetzen. Wir erleben, wie in uns der Kritiker losspringt und wir müssen den zwischen Kopf und Mund wandeln in den Wunsch- und Bedürfnismenschen, der darüber Auskunft gibt. Und dann werden wir aber erleben, dass auf den Wunsch und Bedürfnis mein Gegenüber sehr viel weicher und zugänglicher reagiert. Und das motiviert mich dann zukünftig, auf dieser Spur zu bleiben. Und wenn ich richtig verstanden habe, ein Schwelgen in Erinnerungen kann zusammenschweißen, kann für Dankbarkeit sorgen, aber ein
verharren in Dingen, die vielleicht nicht optimal gelaufen sind, zerstören eher was. Da ist es sinnvoller, Wünsche für die Zukunft zu äußern, nach vorne zu blicken. Und das vermeidet dann eher Streit und bringt dann in die Verbindung. Genau. Also vom Schönen in der Vergangenheit sollten wir so viel wie möglich sprechen. Vom Misslungenen in der Vergangenheit so wenig wie möglich. Jetzt sind ja diese vier apokalyptischen Reiter nur eine von vielen Empfehlungen, die immer wieder genannt werden. Wir haben ja auch im Podcast schon drüber gesprochen. Ich-Botschaften senden statt Du-Botschaften. 5-mal häufiger für positive oder lobende Begegnungen sorgen als für negative oder kritisierende Kritik. Ja, haben wir eben gerade besprochen. Nicht sinnvoll. Welchen Einfluss haben jetzt aber diese ganzen Kommunikationstechniken und Regeln wirklich? Also sollten wir uns darüber viele Gedanken machen? Ja, oder ist es dann am Ende doch eher diese Haltung, die du eingangs beschrieben hast? Ich bin der Meinung, dass die innere Haltung das Wesentliche ist. Und nur so rum funktioniert's. Ich komme nicht über die Techniken zu der Haltung. Das ist ganz wesentlich. Also, wenn wir wirklich wertschätzend, wohlwollend miteinander sind, dann können diese Techniken helfen. So ist es. Ja, und wenn wir in dieser Haltung agieren, können wir auch die eine oder andere Technik falsch machen. Das wird uns nicht von der Spur abbringen. Was ja auch ein sehr entlastender Hinweis ist. Absolut, ja. Weil ich immer anhaltend die Möglichkeit habe, jeden Eskalationsraum zu verlassen, indem ich, egal an welchem Punkt, frage, was brauchst du jetzt, damit es dir besser geht? Was kann ich jetzt für dich tun? Was wäre jetzt hilfreich? Das ist die klassische lösungsfokussierte Feen- oder Zauberfrage. Und die kann ich jederzeit überall einsetzen, egal wie die Hütte brennt. Aber da brauche ich natürlich die Einstellung, dass ich jetzt hier nicht in einem Kampf um falsch oder richtig agiere, sondern dass sich zwei Liebende begegnen, die gerade auf der falschen Spur sind, und dass ich mich einbringe, diese Liebenden, denn Teil ich ja bin, wieder auf die gute Spur zu bringen. Das ist eine Einstellungsfrage. Punkt. Holger, dieses Gespräch ist jetzt das Ende meines Arbeitstages. Ich werde gleich meine Sachen zusammenpacken und bin mit meiner Frau verabredet. Was könnte ich Gutes sagen? Was könnte unsere Beziehung gleich gut tun? Die grundsätzliche Haltung, dass ich jetzt für mich heute entscheide, dass ich das Erleben meiner Frau zu Anfang unserer Begegnung in den Mittelpunkt stelle. Dass ich also frage, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Was war besser, was war schlechter? Gibt es Wünsche für heute Abend? Und dann, wenn deine Frau all das auserzählt hat, vielleicht davon erzählen, was du heute erlebt hast, und es nicht umgekehrt machen. Kommunikation kann so einfach sein, wenn man die richtige Haltung hat. Danke für deine Zeit, danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Und wenn ihr jetzt Lust habt, euch mehr mit dem heutigen Thema zu beschäftigen, dann meldet euch gern beim kostenlosen Coaching-Newsletter vom Spiegel an. Die kommende Ausgabe wurde in Zusammenarbeit mit Holger Kunze entwickelt. In 8 Schritten lernen Paare darin, einander besser zu verstehen und bewusst ins Gespräch zu kommen. Und auch in Holgers Buch Lieben heißt Wollen findet ihr weitere Anregungen. Die Links stehen wie immer in den Shownotes. Wofür braucht ihr sonst noch neue Ideen oder habt ihr einfach Feedback zur heutigen Folge? Schreibt mir gern an smarterleben@spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29182. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, bewertet, kommentiert oder abonniert ihn gern in eurer App, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Dank geht an Marc Glücks und Sandra Sperber, die mich diesmal unterstützt haben. Unsere Musik kommt von Above Zero und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.